Hallöchen, meine Damen und Herren. Seit knapp einer Woche wenden sich immer mehr Leute an mich, die Performance-Probleme in CS2 haben. Also grob gesagt seit diesem ganz großen Update. Seien es FPS-Probleme oder Probleme mit Jitter. Beides bin ich bereits in Videos angegangen, aber in grundlegenden Videos. Das heißt, die Information war inmitten von vielen anderen Informationen vergraben. Daher jetzt geschwind ein kurzes Video, in dem nur diese Lösungen enthalten sind. Let's go! Woran hat's gelegen? Ja, gut, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran hat's gelegen? Zuallererst die einfachste Sache, die noch nicht mal eine Lösung von dir aus ist. Und zwar könnte es sein, dass es mittlerweile wieder von Counter-Strike aus besser geworden ist. Seit dem letzten großen Update sind die Volvos wieder sehr aktiv und laden fast bei jedem Mal auch Stability-Fixes mit in die Updates rein. Gerade im letzten Update gab es einmal eine Performance-Geschichte und auch Stability-Improvements. Es könnte also sein, dass sich dein Problem, das mit dem großen Update erst hervorgerufen wurde, jetzt wieder von den Volvos aus gefixt wurde. Wenn ihr Probleme mit dem Jitter habt, könnt ihr das wie folgt angehen. Ihr geht in die Settings, dann auf Game und könnt hier ganz oben bei Buffering ein Paket einstellen. Diese Einstellung entfernt bei mir 99% aller Jitterprobleme. Wenn diese Einstellung deine Jitterprobleme noch nicht behebt, kannst du versuchen, mit zwei Paketen zu arbeiten oder Folgendes überprüfen. Du gehst in deine Routereinstellungen und schaust, ob es da einen QoS-Punkt gibt, Quality of Service. Dieser Dienst kann auch zu Jitter führen. Den kann man mal ausschalten und gucken, ob es dann besser geht. Und zu guter Letzt kann man FPS-mäßig auch noch was an den Schatten einstellen, denn die sind mittlerweile geupdatet. Die Problematik war noch bis vor kurzem, dass wenn man die Schatten runtergestellt hat, dann war die Distanz, auf die die Schatten gezeichnet oder dargestellt wurden, kürzer. Nun sind also auch Schatten auf Low gestellt, trotzdem noch auf weite Distanz zu sehen. Und wie gesagt, gerade bei den Schatteneinstellungen kann man gut FPS rausholen. Dieser letzte Punkt hat jetzt nichts mit den Verschlechterungen und Verbesserungen oder Verschlimmbesserungen der letzten paar Updates zu tun, sondern war einfach nur nochmal eine reine neue Information, die an mich herangetragen wurde. Und das war es schon. Diese Infos waren wie gesagt bereits in meinen anderen Videos enthalten, aber da habe ich halt noch über ganz viel anderes gesprochen und da ging das mitunter unter. Ich weiß, dass gerade diese Jitter-Problematik seit den Updates extrem nach oben geschossen ist. Da gibt es wie gesagt diese zwei Möglichkeiten. Einmal Paket 1 einstellen oder eben die QoS-Einstellung überprüfen im eigenen Router. Hier empfehle ich aber jedem, die Router-Konfiguration zuerst abzuspeichern, damit ihr die im Notfall wieder laden könnt, falls ihr irgendwas Dämliches einstellt. Hier am Ende des Videos machen wir noch geschwind ein neues Giveaway mit einem der neuen Skins für euch, und zwar dem R8 Revolver Tango. Den könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach in den Kommentaren schreibt, ob ihr seit dem Update Performance-Probleme bekommen habt oder eben nicht. Und wir lösen auch noch geschwind eines der alten Giveaways auf. StatTrak USP Flashback gab es für euch vor fast einem Monat. Ich hatte euch in dem Video gefragt, was ihr zu diesem SnapTap-Vorfall gesagt habt. Da gab es ja irgendwie ein Profispiel und dann hatte jemand SnapTap an, unbemerkt, und dann doch, und dann wurden sie disqualifiziert. Da wollte ich eure Meinung wissen, was ihr dazu sagt, um halt hier gewinnen zu können. Ich hoffe, da kommen dann schnell coole Updates. Ein Profi sollte schon seine Einstellungen kennen oder kontrollieren. Fnatic, perfekt. Es ging ziemlich genau darum, ob der jetzt halt dann zur Rechenschaft gezogen werden sollte oder eben nicht. Ich hatte im Video auch die Meinung vertreten, dass wenn man professionell Counter-Strike spielt, dann sollte ich schon wissen, ob ich SnapTap eben aktiviert habe oder nicht, gerade wenn ich weiß, es ist halt eigentlich verboten. No? Der erste Teil hier ist natürlich auch sehr wichtig und wurde tatsächlich auch wahr. In dem Video ging es nämlich darum, dass sich die Volvos ein weiteres Studio geholt haben. Dieses Studio presst mit hoher Wahrscheinlichkeit die ganzen Deadlock-Updates raus, damit sie sich eben auf andere Dinge konzentrieren können. Wir haben jetzt ja Updates erhalten, dann knapp einen Monat später nach dem Video hier. Fnatic, du hast wie gesagt somit gewonnen. Bitte schreib mir hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast, und füge bitte deiner Kanalinfo deinen Trade-Link hinzu. Dankeschön. Das war's dann schon wieder. Ich ziehe durch. Vielen Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream nächste Woche Dienstag. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr, Viewer Games, Giveaways und so weiter. Haut da rein. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.